Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist das neue Baby gekommen und ich dachte mir, ich packe es direkt mit euch zusammen aus. Viel Spaß beim Video! Okay. Ich bin sehr aufgeregt. Die haben wir heute noch gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Es ist ein Silikonbaby und es hat ein Wet-System. Genau, deshalb wollte ich noch eine Glasflasche nehmen. Ich habe jetzt hier mal die Adresse abgedeckt. Dann mache ich es mal auf. Schon den ganzen Morgen gewartet, ob es heute kommt. Na gut, froh, dass ich nicht wie letztes Mal drei Wochen war. Ich habe sogar noch was dazu gekauft. Oh, süß. Sowas habe ich noch nicht. Voll die süßen Schuhe. Und die kleinen. Oh, wie süß. Okay. Ah, sogar mit Ausstoffen. Das hatte ich noch nie. Also einmal eine wundersüße Windel, Babylove Newborn XS von Babylove, das ist ja die DM-Eigenmarke. Dann habe ich dazu bekommen so ein Bürstenset. Bürsten habe ich schon viele, aber kann man immer brauchen, diese schöne Farbe. Ich mag grün, gern sogar. Okay, das hier ist wohl der Schnuller. Den hatte sie auch auf den Bildern an. Mit einem Glücksschweinchen. Schön. Und was ist das hier? Lipschein vom Babyklon. Ja, okay, sie ist also vom Babyklon ist der Rohling, aber sie hat ihn selber gefärbt. Und das sind eine Bürste, vielleicht ist das die Haare. Hier ein Paketchen. Okay, ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht können wir das irgendwann schreiben. Oh, ist die süß. Ein Giraffenschnuffeltuch, würde ich behaupten. Voll schön. Cheers, sehr weit. Ein Body mit einem Schaf. Größe 50, also sie ist doch recht klein. Aber sie wird, also, okay. Sie wiegt anscheinend 3,5 Kilo. Mal gucken. Oh, voll süße Socken. Oh. Ein Schnuller noch. Ist ein ganz cooler. Gespannt. Und noch ein kleines Handtuch. Das werde ich ja brauchen können, weil die kann ich sie auch so waschen wie die Emma. Okay, und dann noch ein Kleiderbügel. Dann habe ich mir letztens gedacht, brauche ich nicht neue. Oh, ein schöner Schlafanzug. It's raining cockles. Was sind cockles? Schneebälle vielleicht. Oh ja, dann ist sie auch, hat sie eine schöne Größe, glaub. Süß, so eine Flasche noch.
gar nicht, wo man so kleine Flaschen bekommt. Okay. Und dann, ich glaube, diese, nochmal eine Bürste. Ich glaube, die Sachen sind vom Babyklon eben dabei. Soap and Frangone. Ich weiß nicht, was das ist. Eine Seife? Was ist Frangone? Weiß ich nicht, kenne ich nicht. Okay. Das ist das Zertifikat. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. 55, sie ist die Nummer 55. Sibbe ist lieb. Ah, sie hat noch ein Kärtchen von sich dazu getan. Genau, Mama, Mamas, Babys. Okay, ganz viel Zeit. Also ich gucken, ob ihr es sehen könnt. Ich glaube, hier können wir es nicht sehen. Nein. So. Ich mache euch etwas nach unten. Genau. Also es ist ein Mädchen. Und ich musste jetzt 7 Monate auf sie warten. Bin ich gespannt, ob es sich gelohnt hat. Ja, auf den Bildern hat es richtig toll ausgesehen. Also ich vermute, das ist der Kopf. Schön verpackt. Oh, eine schöne Decke. Ich liebe Decken. Oh, sie ist nochmal eingepackt. Okay. Also sie ist... Oh, da oben guckt sie schon raus. Raus. Ich glaube, das Licht ist nicht gut. Ganz kalt. Oh, wow. Ganz nackt. Okay, das ging jetzt schnell. Sie weich. Oh, wow. Wow. Ja. Sie ist ein... Oh, Gott, das sind ja einen ganzen Mund. Nicht Mund. Also. Sie ist im Gegensatz zu Emma viel weicher. Okay. Ich hätte mal wohl Angst, sie hochzunehmen.
sie ist toll. Sie fühlt sich nicht cool an. Legen wir sie mal auf den Rücken. Ja, ich werde euch dann wohl mal ein Detailvideo von ihr zeigen. Was ist sie so kalt? Sie fühlt sich cool an. Irgendwie so weich. Ja. Sie gefällt mir richtig gut. Man kann ja auch den Kopf so. Und dann probieren wir nachher noch das mit dem Trinken aus. Könnt ihr das sehen? Kann man so machen? Ja, einen Namen habe ich noch nicht, aber jetzt könnt ihr mal wirklich reinschreiben, wie wir sie nennen können. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!